Nils, am Samstag gibt es wieder Pokalfieber auf dem Hallberg, allerdings nicht Hessen-Pokal, sondern DFB-Pokal. Wie groß ist die Lust auf diesen Wettbewerb, an dem man ja auch nicht jedes Jahr teilnimmt als Hessenligist? Ja, die Lust ist natürlich riesig, die Vorfreude ist wahnsinnig groß. Wir freuen uns auf ein besonderes Spiel, auf ein besonderes Highlight. Ich glaube, Borussia Dortmund war noch nie auf dem Hallberg. Wir freuen uns und für das ganze Nachwuchsleistungszentrum natürlich auch eine ausgezeichnete Arbeit, dass wir so einen Gegner dann auch auf dem Hallberg begrüßen dürfen. Wie sehr ärgert es, dass man ausgerechnet jetzt, wenn man mal ein solches Highlight hat, dann, ich sag mal, nur eine begrenzte Teilkapazität hat, wobei natürlich auch 250 zugelassene Zuschauer, die es sicherlich werden werden, sicherlich auch schon mal auf dem Hallberg für eine vernünftige Kulisse sorgen wird? Ja, natürlich hätte so ein Spiel mehr Zuschauer noch verdient gehabt, aber wir nehmen natürlich die 250 Zuschauer auch gerne mit. Viele Familienmitglieder, Freunde werden da sein, auch neutrale Zuschauer. Und wir wollen einfach ein schönes Erlebnis auf dem Hallberg bieten. Der Hallberg ist unser Wohnzimmer vom Nachwuchsleistungszentrum und dementsprechend freuen wir uns riesig drauf auf den Ausverkauf der Hallberg Arena und freuen uns einfach auf das Spiel am Samstag. Welchen Eindruck hast du von dem Gegner bekommen, der dadurch, dass die letzte Saison abgebrochen wurde, nach wie vor amtierender deutscher Meister der A-Jugend ist? Ja, wir haben natürlich Dortmund analysiert. Armin Alexander war in Münster vor Ort. Wir haben sie auf Video, habe ich sie natürlich auch gesehen. Ja, natürlich eine wahnsinnig hohe Qualität in der Mannschaft, offensiv natürlich ganz stark bestückt. Man muss nur den Namen Moukoko hören und lesen, sagt schon vieles aus. Aber Dortmund ist nicht nur Moukoko, sondern sie sind gespickt mit vielen, vielen Nationalspielern, haben eine unheimliche Qualität in ihren Reihen. Und da wartet natürlich ein starkes Brett auf uns. Wie hast du deine Jungs in der Woche erlebt? Wie groß ist bei ihnen die Vorfreude? Und was für Qualitäten sind jetzt auf Trainerseite gefragt? Muss man da eher aufbremsen, dass einige bezüglich der Vorfreude vielleicht nicht, ich sag mal, überpacen? Ja, die Vorfreude war da, aber im Training war sie sehr fokussiert. Auch nicht überpaced, sondern wir haben den Gegner gestern klar analysiert und die Jungs, glaube ich, freuen sich auf dieses Spiel. Wir sind gut vorbereitet und schauen, dass wir am Samstag gute Momente haben, sowohl defensiv als auch offensiv, und können den Gegner mit der einen oder anderen Situation auch überraschen. Vor dem Hintergrund, dass ihr ja auch schon sehr, sehr respektable Leistungen gegen Darmstadt und Eintracht Frankfurt in der Qualifikation für eben den DFB-Pokal der Junioren erreicht habt, mit was für einer, sagen wir mal, Einstellung geht man in das Spiel? Sicherlich geht es um mehr als dabei sein reicht. Ja, absolut. Wenn man am DFB-Pokal teilnimmt, dann ist es natürlich das Ziel, auch eine Runde weiterzukommen. Wir wissen natürlich, die Aufgabe ist schwierig. Aber das Spiel muss auch erst gespielt werden. Wir müssen schauen, dass wir defensiv natürlich eine sehr, sehr gute Struktur in unserem Spiel haben. Aber wir brauchen natürlich auch Ballbesitzphasen. Wir brauchen natürlich Torchancen. Wir brauchen Tiefe in unserem Spiel. Und das versuchen wir am Samstag umzusetzen. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Kannst du aus dem Vollen schöpfen oder gibt es Einschränkungen? Ja, wir haben leider Einschränkungen. Wir haben mit Philipp Velosa und mit Armin Faruk zwei verletzte Spieler, die am Samstag definitiv nicht zur Verfügung stehen werden. Mit Tafik Johnson und mit David Toprak zwei Jungs, die krank sind bzw. noch leicht angeschlagen sind, was den Rücken angeht. Da hoffen wir natürlich auch bis Samstag, dass da vielleicht noch eine Option dabei ist. Aber ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen, bis auf die vier Jungs. Inwieweit ist diese Partie zu dem jetzigen Zeitpunkt im Grunde, was das Tagesgeschäft angeht, und das Tagesgeschäft ist die Hessenliga, dann gar nicht mal so willkommen vor dem Hintergrund, dass es zwangsläufig durch den dann abgesetzten Spieltag oder beziehungsweise eure Partie am Wochenende in der Hessenliga ein weiteres Nachholspiel dann sein wird, das sogenannte dritte dann schon? Ja, wir nehmen es so, wie es jetzt ist. Wir haben die ersten zwei Spieltage nicht absolvieren können. Dann sind wir sehr, sehr gut in die Saison gestartet mit 6 Punkten aus 2 Spielen. Und jetzt kommt das Spiel auch gelegen, ja, auch wenn die Hessenliga weiter spielt und wir im Endeffekt dann auch 3 Nachholspiele im Rückstand sind, liegt der Fokus auf die Meisterschaft in der Hessenliga. Wir wollen dann das Feld von hinten aufrollen, was die Tabelle angeht. Aber jetzt sollten wir uns erstmal wirklich auf das Bonusspiel freuen und das ist der DFB-Pokal gegen den deutschen
Meister, Borussia Dortmund, und da freuen wir uns drauf. Dankeschön. Danke auch.